Hallo, wenn man sich Windschuk anschaut oder speziell jetzt hier auf YouTube Windschuk-Videos, dann sieht man häufig in etwa ungefähr solche Techniken. Das Problem dabei ist, das schaut vielleicht auf den ersten Blick sogar manchmal recht beeindruckend aus, schnelle Arme und so weiter, aber solange jetzt nur die Arme arbeiten, ist das zwar schön und gut, in Wirklichkeit ist aber erst die Kraft nur aus den Armen und zweitens wirke ich nun nicht wirklich auf seinen Körper ein. Und das können wir jetzt stundenlang spielen. Ich wäre schwer zum Erfolg kommen. Besser wäre in etwa sowas. Also es geht hier immer eigentlich darum, wie kann ich nachhaltig seine Struktur stören und brechen. Es geht also eben nicht nur darum, schnelle Arme zu haben oder anders gesagt, nur schnelle Arme, wenn die Körperstruktur nicht passt, wenn die Kraftübertragung nicht passt, sind relativ nutzlos. Und das ist eben auch oft ein Missverständnis oder wird auch oft kritisiert bei Windschuk, warum es nicht wirklich funktioniert. Das Um und Auf ist eben viel mehr, ob das jetzt schnell ist oder nicht, kann ich hier mit meiner Technik, mit meinem Schritt wirklich die Körperstruktur meines Gegners attackieren oder gelingt mir das nicht? Gut, wenn du generell Interesse an Windschuk hast und an den Hintergründen, wirst du an diesem Kanal noch viele weitere Videos finden. Vielleicht hast du auch Lust, den Kanal zu abonnieren. Sehen wir uns bei einem der anderen Videos wieder.